Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und wieder einmal herzlich willkommen in der Zwickmühle und in der Tankstelle natürlich. Befürchtungen haben ja bereits dafür gesorgt. Lauter Befürchtungen haben ja bereits... Also, Rainer, was soll denn das jetzt? Ich habe nur gesagt, dass das lauter reden. Nee, ich will ja den Leuten gerade sagen, dass diese Tankstelle im Gegensatz zu vorangegangen eben nicht so laut werden wird. Klar, weil wir sind ja nur zu zweit. Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? Na ja, drei Leute sind immer lauter als zwei. Und der Böck, der, wo ist denn der überhaupt? Ja, auf den müssen wir heute verzichten. Ja, das weiß ich auch, aber wo ist er? Er traut sich nicht mehr auf die Straße. Wegen Biermann. Wieso wegen Biermann? Wegen Biermann, weil der Biermann hat doch gesagt, dass alle, die bei der großen Friedensdemo in Berlin, die da gelaufen und marschiert sind, das sind hakenkreuzbrave Deutsche. Ach da. Böck fällt doch nicht wegen Biermann. Ich hab ja nur gedacht. Wie kommst du denn auf sowas jetzt? Na, wegen Biermann haben da schon ganz andere Leute bei euch im Fernsehen gefehlt. Ja, ja, ja. Ja, ja, früher, das ist eine, ja, ja. Rainer, das war früher mal. Aber jetzt, nachdem der Biermann nun die Friedensdemonstranten da verglichen hat mit Neonazis, da muss er in Chile bei Margot der Asche gestiebt haben auf der Kadenz. So muss der Erich gelacht haben in seiner Urne da. Warum denn das? Ja, er fühlt es jetzt noch nachträglich bestätigt, dass er Biermann damals ausgewiesen hat. Also wenn jetzt der Böck nicht wegen Biermann fehlt, warum denn? Wegen des Bartes. Von seinen Witzen. An seiner Nase. Das fing ja alles ganz harmlos an. Ne? Erst haben die Leute ihn nur gegrüßt mit Tag, Herr Möllemann. Ja, aber jetzt haben die Ersten schon gedacht, Saddam Hussein ist ins deutsche Exil. Und da sollen wir offiziell sagen, er ist krank. Sag mal, ist der verrückt geworden? Wieso kommst du darauf? Ja, also bei unserem Gesundheitssystem. Ein normaler Mensch kann sich das nicht mehr leisten. Da musst du schon hier, schau mal, die Gebäude in den Krankenversicherungen, die brechen doch zusammen. Ja, vor Chrom und Marmor. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weniger, mehr vor Lachen, wenn du mit deiner Abrechnung ankommst. Nein, in England ist ja jetzt sogar schon ein OP-Tisch zusammengebrochen. Beim Lachen. Beim Operieren. Nee. Im gleichen Krankenhaus hat ein Arzt eine Hüftoperation mit einem Löffel ausgeführt. Na, den hat wahrscheinlich gerade einer vorher abgegeben. Das geht ja noch weiter. In den USA hat man bei einem Mädchen die falsche Blutgruppe benutzt. Statt 00. 0815. Hat auch Rainer, jetzt unfassbar. Ich bin da gerade so gut drauf, lass mir noch ein paar blöde Witze machen. Ja, ja. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass bei einem Patienten statt das Fetz das Hirn abgesaugt wurde. Ja? Also in den Krankenhäusern. Ja. In den Krankenhäusern der Welt erleidet die Chirurgie einen Schlag nach dem anderen. Dafür wird in anderen Krankenhäusern, wie dem Weißen oder der Downing Street, darüber nachgedacht, wie die Welt ihren nächsten chirurgischen Schlag erwarten kann. Das ist aber klar, kann kein Mensch drüber lachen und ich auch nicht. Deshalb habe ich ja auch gesagt, diese Sendung wird stiller und leiser. Hat er's. Gott nochmal, Fritze, fix. Wir machen ja auch eine Werbesendung hier. Ja, ne? Was machen wir? Eine Werbesendung. Deswegen stiller und leiser. Was hat denn das damit zu tun? Das sind doch Geschäfte.
Ja, sicherlich geht es um Geschäfte, aber um Geschäfte von überm Deichmann. Der ist auch dabei. Wer denn? Na, der Deichmann. Was, wobei mit seinen Schuhgeschäften. Ach, es geht hier nicht um Geschäfte mit Schuhen, es geht um, ja, wenn schon, um Geschäfte mit Stiefeln, ja, das, in der Wüste. Das habe ich ja auch gelesen, da ist eben der ganze Ausschuss gelandet. Ja, von der UNO jetzt. Na, ja, nein, von den Stiefeln. Bei unseren Soldaten, die da im Kuwait stehen, da lösen sich die Sohlen, weil die hat man geleimt. Die Soldaten? Nein, die Stiefel. Und der Gummi, der schmilzt weg und jetzt stehen unsere Soldaten, die stehen da in Socken im heißen Wüstensand. Boah, deutsche Soldaten haben aber auch ein Pech, wa? Ja, so. Vor 60 Jahren haben sie doch die Flossen erfroren. Und jetzt verbrennen sie sich dieselben. Ja. Weil sie geleimt wurden. Ja, von den Stiefeln. Nein, die Soldaten jetzt. Nein, überhaupt nicht. Da darf ich etwas erzählen. Ja. Ich habe neulich den Gerd getroffen. Ja, schön. Was und für ein Gerd? Der Schröder Gerd. Was, du kennst den Schröder persönlich? Mein Logo. Ja, halt doch den Mund, der sagt das nicht so laut noch hier. Also glaubst du es denn? Das kannst du doch nicht hier an der... Verstehst nicht. Also, wenn das einer mitkriegt, weißt du, was dann passiert? Nö. Was uns da für Einschaltquoten verloren gehen. Das ist, ja, gucke doch einmal, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, da haben die Leute alle weggezappt zur CDU. SPD hat doch im Moment weniger Prozente als jedes bayerische Bier. Das hängt damit zusammen, weil Schröder mit seinem Latein am Ende ist. Ja, das weiß ich. Und darum lernt er ja auch Griechisch. Was? Griechisch. Die erste Lektion hat er schon hinter sich. Was für eine Lektion? Die Büchse der Pandora. Die Büchse der Pandora. Herr Basel, du. Die Büchse der Pandora. Ja, das ist Griechisch, aber Mythologie. Das ist eine Sage sozusagen. Und was sagt die? Die Sage. Nein, die Pandora. Die sagt gar nichts. Die hat einfach ihre Büchse aufgemacht. Und weißt du, was da herausgekrochen kam? Kleiner Grieche. Wieso denn jetzt hier ein kleiner Grieche? Na, was soll denn aus einer Griechin anderes rauskriechen? Die Pandora ist doch keine normale Griechin, das ist eine Göttin. Aber eine griechische. Eine griechische Göttin, die hat ihre Dose aufgemacht. Weiß ich nicht, was ist denn... Da jetzt hör doch mal auf, du... Dann lies doch mal nach. Entschuldigen Sie bitte, das ist ja furchtbar mit dir. Das steht so in der Sage, die hat ihre Dose aufgemacht und heraus kam das ganze Übel der Welt auf den Menschen. Das Dosenpfand. Das Dosenpfand gehört doch nur nicht zu den Übeln der Welt. Für mich schon, für mich schon. Geh du mal in einen Supermarkt, da kommst du dir vor wie bei dem Jauchter an der Talkshow, wo du dauernd die 25-Cent-Frage beantworten musst. Ist da nur Kohlensäure drin? Oder nicht? Dann sollst du auch noch merken, wo du diese Dose gekauft hast. Da bist du natürlich überfordert, hä? Lach doch, du noch so Blöde! Ja. Natürlich bin ich überfordert. Günther, schau mal, ich war gestern in Kaiserslautern. Hab deinen Auftritt gehabt, danach hatte ich großen Durst. Kauf mir an der Tankstelle eine Büchse Cola. So, heute bin ich in Magdeburg, morgen muss ich nach Kiel. Jetzt muss ich also morgen von Magdeburg nach Kiel über Kaiserslautern fahren, damit ich diese dämliche Büchse zurückgeben kann. Ja, Das Dosenpfand soll ja auch das Mehrwegesystem fördern. Ja, ich hab dadurch mehr Wege. Nein. Du sollst dir einfach die Flaschen kaufen, die immer genommen werden. Ich spende nichts für Politiker. Mit Flaschen. Mit Flaschen meinte ich jetzt die, wo was drin ist. Na ja, gut,
Das hat mir bei dem Gespräch damals, hat mir der Schröder klipp und klar gesagt, bei ihm ist nichts drin. Mit dem Krieg. Ach so, ne, darauf hat er doch gar keinen Einfluss. Er hat gesagt, ein Krieg gegen den Irak ist mit ihm nicht zu machen. Da hat er recht, wenn Krieg kommt, er muss ja nicht hin. Der Schäuble auch nicht. Als Rollstuhlfahrer zieht man ja auch nicht in den Krieg. Kommt man höchstens als solcher zurück. Ne? Ja. Ja. Und, was hat der Schäuble gesagt? Was, Eventuell. Eventuell ist kein Satz. Eventuell ist ein Satz. Im Duden? Im Irak. Das habe ich auch gelesen, aber da musste erst mal einer den Krieg erklären. Das kann ich. Krieg ist nichts anderes als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens. Das ist aber eine ganz schöne Schwafelei. Das ist von Thomas Mann. Das sage ich doch. Besser als er kann ich dir den Krieg auch nicht erklären. Günther, mir musst du den Krieg nicht erklären. Die Amerikaner müssen den Krieg erklären. Ach, die Amerikaner haben seit 50 Jahren keinen Krieg mehr erklärt. Ich fang einfach an. Ja. Aber so. Das tun doch die aber nur, um die abendländische Zivilisation zu retten. Ja, bloß komisch immer, dass dann hinterher morgenländische Krankenhäuser, Brücken oder Schulen nicht mehr zu retten sind. Na gut, das sind eben Kollateralschäden. Und dafür kannst du die abendländische Zivilisation nicht haftbar machen. Die abendländische Zivilisation, da kommen wir der Sache schon viel näher. Die abendländische Zivilisation, was braucht denn die für ihre Existenz? Oh, die braucht zum Beispiel, sagen wir mal, ein Zusammenleben in sozialem Frieden unter Berücksichtigung eines großen materiellen Wohlstandes, ohne Beeinträchtigung der individuellen Freiheit für alle Mitglieder einer gesamtstaatlichen Ordnung. Auch mehr Zufall, dass ich den Satz so ausgekriegt habe. Ja, das kann man auch viel kürzer sagen, Mensch. Ja, natürlich kürzer, Menschenrechte. Öl. Aber die Menschenrechte sind doch auch wichtig. Aber nur als Vorwand, um ans Öl ranzukommen. Die Amerikaner haben die Verteidigung der Menschenrechte zu ihrer heiligen Pflicht genannt. Ja, aber zu bestimmen, wer ein Mensch ist, das ernennen sie zu ihrem heiligen Recht. Günther, das ist jetzt unfair. Es ist so. Kannst du doch hingucken, wo der... Als damals die Amis auf Afghanistan da ihr Bombardement veranstaltet haben, da haben sie hinterher sofort Fresspäckchen abgeworfen. Das war eine tolle Kiste, du. Ja, eben. Oh, Fressbäckchen auf der Afghanen. Mit Erdnussbutter drin. Die haben sich totgeschissen. Das wäre was, was... Was sagst du denn dazu? Polateralschäden. Polateralschäden. Ich will dir mal eins sagen. Krieg ist nichts anderes als Staatsterrorismus, wenn nicht noch schlimmer. Ich hab's gewusst. Was denn? Du bist der Sachse des Bösen. Ach du Gott. Ich geb dir kleinen Sachsen des Bösen. Dann bitteschön erklärt uns jetzt mal der Herr Basedow den Unterschied zwischen einem Terroristen und einem Krieg. Ja, was jetzt? Ist doch ganz einfach. Der Terrorist zielt auf ein Gebäude, um alle zu treffen. Die Bomberpiloten zielen dann wieder auf alle Gebäude, um einen zu treffen. Da kommt wieder der junge Pionier durch. Da kommen wieder die jungen Pioniere durch. Du kannst die Amerikaner einfach nicht leiden. Das hat doch mit den Amerikanern gar nichts zu tun jetzt. Ich kann Kriege nicht leiden. Ja. Warst du schon jemals stolz auf die Amerikaner? Ja. Oh, siehst du, 1969, als sie auf dem Mond gelandet sind, stimmt's? Nein, 1929. Da waren doch die noch weit dahinter. Ja, das ist schon möglich, aber, naja, das ist aber... Aber 1929 hat der damalige amerikanische Außenminister einen der bedeutendsten Verträge der Menschheitsgeschichte initiiert, in dem festgeschrieben wurde, dass alle internationalen Konflikte nur auf diplomatischem Wege zu klären sind. Aggressionskriege dagegen gehören völkerrechtlich geächtet. Der Mann hieß Kellogg. Boah. Ja, boah. Heutzutage stellt sich der amerikanische Präsident hin und sagt, wir müssen jederzeit in der Lage sein, in jeder Ecke der Welt ohne Zeitverzug losschlagen zu können. The game is over. Ja, was erinnert heute noch an Kellogg? Cornflakes!
Es hat so oft Klein George geträumt, wenn er seine Brezel aus. Die Welt gehört, neu aufgeräumt, wenn er auf dem Sofa saß. Und als sein Daddy ihm erklärt, dass er am Golfe ward eins zum Wolfe, da denkt der Bub voll Vaterliebe. Ich will so wie mein Daddy sein. Rums fällt ihm dazu ein. Ein Krieg geht um die Welt und Krieg und schon zerfällt. Was es einst gab an Allianzen, wenn wir auf dem Vulkane tanzen. Von Freiheit singt der Krieg, doch ich nur Pickelkrieg. Hör ich den Busch sich brüsten, er jaget Terroristen. Es jagt zurzeit ihn nur seine Eitelkeit. Er steht zum Sprung, der tu nicht gut, dass die Welt ihm untertan. Beweint man auch der Söhne Blut, nichts erschüttert seinen Wahn. Die Idiotie bestimmt den Rhythmus seines Lebens, er lebt vergebens, wer widerspricht dem Drohenhiebe. Nichts auf der Welt ihn irritiert, Uno wird ignoriert. Ein Krieg geht um die Welt, ein Krieg, er ist bestellt. Voll Hysterie poliert die Sterne, der General in der Kaserne. Von Öl singt dieser Krieg, von Macht singt dieser Krieg. Ist Saddam Hussein auch nach nem Schusse hin, siegt nicht die Freud, das Leid bleibt in Ewigkeit. Das ist meine Damen und Herren, ob Sie das jetzt glauben oder nicht, von diesem Ding hängt nun ab, wann Amerika im Irak einmarschiert. Das hängt damit zusammen, weil George Bush ist nicht UNO-hörig, aber er ist mondsüchtig. Und jetzt lässt er die UNO laufend in den Mond gucken und raten, wann der Mann darin ernst macht. Nein, wenn der Mann ernst darin macht, im Irak einzumarschieren. Bisher haben wir uns diese Frage ja immer so beantwortet. Also der Krieg im Irak beginnt, wenn Amerika ganz sicher ist, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen mehr hat. Das ist ja nur erbrachter Beweis durch Hans Blix. Aber es hilft alles nichts mehr. Saddam Hussein könnte jetzt seine Unterhose ans Minarett nageln. Bushs Uhr geht nach dem Mond. Ja, und deshalb weiß er eben, dass die Neumondphase am 17. März beendet ist. Deshalb will er unbedingt seinen Krieg bis zum 17. März begonnen haben, am Montag. Am 18. März geht die Vollmondphase los. Und wie ich gelesen habe, ist die Neumondphase aber günstiger für die Amerikaner, wegen der elektronischen Augen ihrer Raketensysteme. Die Vollmondphase wäre dann wieder günstiger für den Irak. Vielleicht wegen der Hühneraugen oder was, ich weiß es nicht. Die nächste Neumondphase fiele dann in den April hinein, also in die Hitzeperiode. Und das will ja Bush vermeiden, denn das Wasser soll ja nicht den amerikanischen Soldaten im Arsch kochen, sondern Saddam Hussein bis zum Hals stehen, meine Damen und Herren. Bisher wussten wir nur, dass der Mond Einfluss auf das Leben auf der Erde hat. Jetzt wissen wir, er hat auch Einfluss auf das Sterben. Der Mond ist aufgegangen. Die schnellen Pershing sprangen vom Himmel hell und klar. Manch Kind liegt schwarz und schweiget.
und aus den Häusern steiget der weiße Nebel unhaltbar. Ja, meine Damen und Herren, noch können wir froh sein, dass Bushs Augen auf den Irak gerichtet sind. Aber die Frage ist, was passiert denn danach? Edmund Stoiber und Angela Merkel haben uns schon eingehend davor gewarnt, was dann passieren könnte, wenn Joschka Fischer weiterhin nur Marathon läuft und nicht endlich mal Amok in der UNO. Ja? Dann könnte man sich durchaus folgendes Szenario vorstellen: Vor den friesischen Inseln ankern amerikanische Flugzeugträger. Ihre Düsenbomber jagen Richtung Berlin. Zur gleichen Zeit beginnen im Raum Hannover britische Panzerdivisionen mit ihrer Offensive. Tschechische NATO-Einheiten liefern sich Gemetzel mit bayerischen Gebirgsjägern. Polnische Luftlandeeinheiten besetzen den Potsdamer Platz in Berlin und arbeiten sich weiter vor zum Kanzleramt. Ja, wer will denn das? Aber so springt George Bush mit Schurkenstaaten um. Und dass Deutschland ein Schurkenstaat ist, lesen wir jederzeit in der Zeitung. Jeden Tag lesen wir darüber, ja, dass in Deutschland Schurken regieren. Sie haben sich die Macht mit unlauteren Aussagen ergaunert, sagt die CDU. Sie haben sich ihre Mandate mit schwarzen Kassen erkauft, sagt die SPD. Sie machen den alten Menschen die Renten streitig, sagt die FDP. Sie machen aus unseren Schulen Verblödungsanstalten, sagt die CSU. Sie haben im Bundestag nicht mal Tische, sagt die PDS. Ja, und wer so regiert, ist ein Schurke. Ja, und wie George Bush umspringt mit Schurkenstaaten, ist ja klar. Deshalb fiebert jetzt Edmund Stoiber. Wie kann man Bush ablenken von Deutschland? Ja, wie lenkt man einen amerikanischen Präsidenten ab? Ist ihm dann Bill Clinton eingefallen? Den konnte man ja sehr gut ablenken, ne? Mit einer Praktikantin zum Beispiel. Gut, denken jetzt einige, das ist Blasphemie, aber wenn es hilft, warum nicht? Das Problem ist ja nur, dass im Moment weit und breit im Weißen Haus keine Praktikantin zu sehen ist, die zur Hand gehen könnte. Und Monika Lewinsky hat auch ihre ästhetischen Grenzen offensichtlich. Und deshalb ist ja auch Edmund Stoiber auf eine andere Idee gekommen. Er hat Angela Merkel über den großen Teich. Meine Damen und Herren, das sind Fakten. Angela Merkel sollte nach Washington und es bei Bush mal von hinten versuchen, ins Weiße Haus hineinzukommen, um Bush wieder deutschlandfreundlicher zu stimmen. Sie hat sich auch sehr gefreut auf diese Aufgabe. Sie dachte, mit dieser Reise geht sie ein in die Annalen. Ja, Weltgeschichte. Ja, sicherlich. Man kann ihr Hin- und Hergefahren ruhig als Analverkehr bezeichnen. Also, das ist zu Deutsch, die Fahrt war für den Arsch. Meine Angela Merkel ist dann bei Bush schon gekommen, auf den abstrusen Gedanken sozusagen auf Knien durch Washington zu rutschen, um sich zu entschuldigen. Aber deshalb ist Bush trotzdem keiner abgegangen von seinen, militanten Gedanken. Und da haben ja nicht mal diese Ergebenheitsadresse der 23 CDU-Abgeordneten des Brandenburger Landtags hat da was. Wenn Sie sich erinnern, ja, 23 CDU-Abgeordnete im Brandenburger Landtag haben eine Ergebenheitsadresse an den Genossen an den Mr. President geschickt. Und in dieser Ergebenheitsadresse haben Sie sich dafür geschämt, dass Gerhard Schröder nicht als eiserner Kanzler auftreten wollte, sondern nur als Gummikanzler beim Grand Prix. Grand Prix, Sie wissen, ja, dieser große Käse, der da um die paar Liter immer gemacht wird, auf dieser Ralf-Siegel-Demütigungsveranstaltung. Das sind eben die Welten, die Amerika und Deutschland trennen. Amerika sucht den Super-GAU, Deutschland nur den Superstar. Ja, und als solcher wollte sich ja heute Gerhard Schröder präsentieren. Gerhard Schröder hatte eine Jahrhundertrede angekündigt. Ja, sie dauerte dann doch nicht so lange.
Also nur 1 Stunde 30 Minuten. Nee, wir wollen jetzt nicht übertreiben. 1 Stunde 25 Minuten, genau. So viel hatte er dann doch nicht zu sagen. Wer es nicht gesehen hat, hat eigentlich nichts verpasst. Außer dass die Abgeordneten der roten-grünen Fraktion dann aufgestanden sind am Schluss. Das sollte wahrscheinlich heißen, Gerhard, wir stehen das durch bis 2006. Ja, ansonsten hat er nur das vorgelesen, was wir aus der Zeitung eh schon wussten. Also um das nochmal zu wiederholen, ne? Also wir sollen uns in Zukunft, sollen wir mehr leisten, ohne uns mehr leisten zu können. Also wenn ich mich richtig erinnere, der letzte Staatsmann, der das gefordert hatte, war Walter Ulbricht. Wohin das geführt hat, wissen wir zum 17. Juni. Aber man kann schon getrost sagen, es war eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede. Der Kanzler hat geschwitzt, die Opposition hat Tränen gelacht und wir müssen wieder bluten. Schönen guten Tag. Ich wollte fragen, bin ich denn hier richtig? Ja, ich weiß ja nicht, wo Sie hinwollen. Ins Konzentrationslager. Oh, da kommen Sie 58 Jahre zu spät. Witzbold, ich habe die Einladung gestern erst gekriegt. Ja, können Sie mal sehen, die Post ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Nee. Zeigen Sie mir doch mal diese Einladung. Ja, ich habe sie mitgebracht. Interessiert mich jetzt. Hier, schauen Sie da. Persönlich, was Sie da für eine... Ach so, jetzt verstehe ich erst mal. Sie sind Bildjournalist. Um Gottes Willen, ich bin vom Fernsehen. Deshalb sagte ich ja Bildjournalist. Kleines Bild sozusagen. Das kommt mal auf die Größe des Gerätes drauf an. Ja. Also von welchem Sender kommen Sie? RDM. RDM, Rundfunk der Massen. Nein, der Mitte. Aha, der und Mitte. Ihr Name? Wodesap, Renier Wodesap. Wodesap, ja, Herr Wodesap, Sie sind der Letzte. Das sagt mein Intendant auch öfter zu mir. Ja. Nein, ich meine, Sie haben mir gerade noch gefehlt. Im Konzentrationslager. Wieso sagen Sie eigentlich immer Konzentrationslager? Das steht da drin in Ihrer Einladung. In der Einladung? Ja, bitte. Herr Wodesap, in dieser Einladung steht drin, dass die amerikanische Regierung uns gebeten hat, unsere Journalisten konzentriert, das steht drin, konzentriert vorzubereiten auf ihre Aufgaben als Kriegsberichterstatter. Ja. George Bush hat gesagt, der Irak soll diesbezüglich ein leuchtendes Beispiel ablegen. So wie 1991, wie da leuchtet über Bagdad, lauter grüne Punkte leuchteten da. Von CNN waren das. Ja. Aber inzwischen sind 12 Jahre vergangen. Da können wir unseren Zuschauern nicht wieder solche verwackelten Bilder anbieten. Da müssen sich die Sender schon was einfallen lassen. Na, also Ihre Kollegen vom ZDF beispielsweise sind ja am Überlegen, ob sie nicht gar von einem amerikanischen Flugzeugträger aus senden. Müssen Sie Ihrem Sender auch was bieten? Hab ich da kein Problem mit. Ich könnte auf einem Marschflugkörper einreiten. Wie Hans Albers, nicht? Nee. Ja. Münchhausen. Hans Albers war Münchhausen. Ach so. Aber wenn wir schon einmal sprechen vom Schutzpatron der Journalisten. Hans Albers? Münchhausen. Dann kann ich Ihnen hiermit mitteilen, dass wir der Bitte unserer amerikanischen Freunde gern nachkommen und Sie hier für Ihre Aufgaben als Kriegsberichterstatter trainieren wollen. Also dann herzlich willkommen in unserem Camp für humanitäre Informationsvermittlung, kurz HIV. Was ist denn jetzt? Wollen Sie mich infizieren? Ja, damit Sie Ihre Zuschauer besser anstecken können. Womit? Mit BSE. Das ist doch Wahnsinn. Nein, Bush-Seminar für Euphemismus. Kurz BSE. Sie wissen noch, was das war? Da waren diese zappelnden Rindviecher. Ich meinte jetzt Euphemismus. Aha, da geht's schon los. Also, Euphemismus ist eine mildernde oder beschönigende Umschreibung für ein unangenehmes Wort. Na, nehmen wir da gleich mal Ihre zappelnden Rindviecher da. Wie könnte man die euphemistisch umschreiben? Musikantenscheune. Ich sehe, Herr.
sehe, wir sind auf dem richtigen Weg, Herr... Wodesapp. Herr Wodesapp, ja. Wodesapp, ja. George Bush hat nun ein Problem. Ja, da, ja, was, haben die seine Stimmen in Florida endlich richtig ausgezählt? Nein, 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 nein. George Bush hat das Problem, wie er der Weltöffentlichkeit vermitteln kann, dass seine Aktivitäten am Golf der Welt bekommen wie eine Badekur. Moment mal, traut denn der Bush seinen eigenen Fernsehsender nicht mehr? Glaubt er, die von CNN, die schicken dann einen Redakteur für Bademoden hin? Die schicken ihren besten Kriegsberichterstatter hin, Peter Arnett? Ja, sehen Sie, genau da liegt ja das Problem. Ach so, ja, der ist vielleicht schon auf dem Weg nach Nordkorea, ne? Nein, im Wort Kriegsberichterstattung. Ja, wieso? Was ist denn an Berichterstattung falsch? Das Wort Krieg. Wo soll man denn schreiben, wenn da vom Krieg berichtet wird? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache, dass das Wort Krieg nicht auftaucht. Krieg ist böse. Krieg ist unfreundlich. Krieg ist unangemessen. Oh, ich glaube, ich kriege hier eine Krise. Krise, das wäre schon viel schöner. Krise, ja, aber es ist immer noch zu unfreundlich. Was ist denn daran unangemessen, wenn man einen Krieg als Krieg bezeichnet? Der Krieg ist doch nur Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst. Sie würden doch Ihren Zuschauern einen völlig falschen Eindruck vermitteln. Was denn für ein Eindruck? Na, dass Krieg ist. Aber es ist doch Krieg! Aber zu einem höheren Zweck. Und das muss doch in Ihrer Berichterstattung zum Ausdruck kommen. Sehen Sie, wenn das Wort Krieg auftaucht, ach, da geht doch das ganze Gejammere wieder los. Alle sind furchtbar aufgeregt und wimmern. Huhu, da sterben ja Menschen und diese bösen Amis. Und das geht eben nicht, weil es nicht darum geht. Aha, und worum soll es in Ihrer Berichterstattung gehen? Um den höheren Zweck des Krieges. Öl. Frieden. Ach so, die Amerikaner, die führen keinen Krieg, die führen einen Frieden. Sie wollen über den Krieg zum Frieden führen. Und das muss in Ihrer Berichterstattung durch eine qualitative Informationsvermittlung den Leuten klargemacht werden. Ja, das Lebensbejahende muss dargestellt werden. Mhm. Also das kann ich hier in Ihrem AIDS-Camp lernen. HIV-Camp, humanitäre Informationsvermittlung, Herr. Bruder, sag mal, wie kann ich bitte schön von einem Krieg lebensbejahend berichten? Soll ich da vielleicht zeigen, wie in der Wüste Schneebälle werfen? Nein. Es soll schon mal vorgekommen sein, dass in einem Krieg Menschen umgekommen sind. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Aber die Frage ist ja nur, wie man das den Zuschauern verkauft, Herr... Wodesapp, nun merken Sie das endlich mal. Herr Wodesapp, bleiben wir gleich mal bei Ihrem Namen. Sie heißen Wodesapp. Ja. Ja, von links nach rechts gelesen. Aber im Irak liest man doch alles von rechts nach links. Was würde denn da aus Ihrem Namen beispielsweise? Basedow. Sehen Sie, das klingt doch viel freundlicher. Basedow. Als Wodesapp. Ja. Und das Schöne ist, es ist keine Information unterschlagen worden. Alle Buchstaben sind vorhanden, nur in einer anderen Reihenfolge. Moment mal, wenn ich also einen amerikanischen Bomberpiloten zeige, wie er eine Brücke in ihre Einzelteile zerlegt. Lassen Sie einfach den Film hinterher rückwärts ablaufen. Und schon sehen Ihre Zuschauer, wie durch das bloße Überfliegen eines amerikanischen Flugzeuges eine Brücke entsteht. Ja, das sind doch Bilder von gewaltiger Symbolkraft. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Bitte, Sie belieben. Ich meine, ich zeige mit einer Kamera eine irakische kleine Familie, die brennt. Aha. Wie soll ich das lebensbejahend zeigen? Durch den entsprechenden Kommentar, in dem Sie sagen könnten, dass die Aktivitäten der US-amerikanischen Freiheitskämpfer bei der irakischen Zivilbevölkerung auf flammende Zustimmung stößt. Ja. In dem Maß etwa, selbst irakische Kinder erwarten brennend die Geschenke von Onkel George. Sehen Sie, und schon vermitteln Ihre Bilder einen ganz anderen Eindruck. Ach so, und für ein zerstörtes Krankenhaus haben Sie vielleicht auch was? Na, lassen Sie mich mal kurz nachdenken, da finden wir auch was. Sehen Sie, das Krankenhaus war sicherlich ein ganz altes Krankenhaus. Die Technik völlig verrottet. Keine Medikamente waren mehr vorhanden. Die Bettwäsche völlig verdreckt. Es musste sowieso ein neues hin. Und da werden doch die irakischen Patienten dankbar sein für die unbürokratische Hilfe der amerikanischen Abrissfirmen. Das ist zynisch, krank und pervers. Das ist clever durchdacht und lebensbejahend. Ach, und Sie meinen wohl, so können Sie die Menschen manipulieren? Sie waren wohl noch nie beim Winterschlussverkauf. Natürlich war ich da. Natürlich war ich schon beim Winterschlussverkauf. Und ich weiß, dass dort den Leuten ein Schnäppchen angedreht wird. Aber ich kann doch einen Krieg nicht als friedens- und lebensbejahend verkaufen. Tod ist das Gegenteil von Leben.
So ist nun mal die Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit liegt immer im Auge des Betrachters. Es kommt nur darauf an, den entsprechenden Blickwinkel herzustellen. Eine Leiche ist aus jedem Blickwinkel heraus tot. Aber mit der richtigen Kameraeinstellung kann man ihr immer noch ein Lächeln verpassen. Ja, immer wieder herrlich, so ein Regierungsempfang. Ja, sagen Sie mal, da von der Regierung, der da eben den ganzen Kram da über den Frieden gequatscht hat. Wer war das eigentlich? Ach, das war dieser Superminister von dem Schröder, der Clement. Wieso eigentlich super? Ja, wie an der Tankstelle. Super, eben nicht normal. Ja, also das... Ja, danke. Ach, wenn man sich mal so umschaut, ja. Wieder alles da heute, was Rang und Orden hat. Industrielle, Politiker, Handelsleute, Kohlenträger. Kohlenträger? Banker. Kleiner Scherz, ja. Ich kann solche Scherze nicht leiden. Niemand anderen. Wissen Sie eigentlich schon, dass George Bush in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wurde? Er hat einen Komplex. Einen militärisch-industriellen. Dieser Scherz ist genauso beschissen wie der vorige. Sind Sie vom Militär? Ich, Ivo, ich hasse Totschießen. Ich kann kein Blut sehen. Deshalb mache ich auch in Gas. Ah, interessant. Machen Sie mehr Stadtgas oder mehr normales Gas? Ich mache Gift. Tolle Wetter. Und Sie? Eigentlich was Ähnliches, nicht nur mehr biomäßig, nicht also so umweltschützend und sowas. Anthrax, nicht? Formulare. Nee. Erreger. War auch ein Scherz. Sag mal, sind Sie sich eigentlich sicher, dass Sie mit Giftgas handeln und nicht mit Lachgas? Schon gut. Wie gehen denn die Geschäfte so? Oh, glänzend. Oh, bei den Roten ist alles im grünen Bereich. Und bei Ihnen? Kohle bis zur Vergasung. Ja. Obwohl ja die Regierung dauernd vom Frieden faselt. Ich verdiene mich dumm und... Sogar dämlich. Warte mal, was mich interessiert. Wie haben Sie eigentlich das Zeug, als Sie da damals in den Irak geliefert haben, wie haben Sie das deklariert? Als Deo-Sprays. FCKW-frei. Und bei Ihnen, wie haben Sie Ihr Antragszeug da nach Bagdad bekommen? Na, du raten Sie mal. Tippe auf Backpulver. Ich verstehe ja sowieso nicht, was die ganzen Inspektoren da im Irak, was die da machen. Die suchen nach Massenvernichtungswaffen. Die hätten doch nur bei uns die Lieferscheine anfordern müssen. Aber ich habe ja auch den Eindruck, diese UNO-Inspektoren sind eigentlich nur, ohne es zu wissen natürlich, so versteckte Scouts für die Amis. Ach, Sie meinen wohl, die legen die Zielpunkte fest für die Bomberpiloten? Nee, die legen die Punkte fest, wo nicht gebombt wird. Ah, die Menschen. Die Ölquellen. So wäre ja auch der Krieg viel schneller beendet. Ja, und wer will das schon? Ne? Das wäre ja dann ein sogenannter Blitzkrieg. Ich dachte, ich mache hier die Witze. Ja, allmählich glaube ich, Ihr Humor ist ansteckender als meine Erreger. Nee, also wenn Sie mich fragen, der Krieg könnte nun endlich losgehen. Ja, ich habe auch die Schnauze voll von den scheiß Schlagzeilen mit den Oligarchen und diesen ganzen Idioten. Nein, ich meinte jetzt mehr wegen des Nachschubs. Mein Gas verflüchtigt sich ja schon langsam. Ja, wem sagen Sie das jetzt? Bei meinen Milzbrandkulturen hat es neulich Stammesfehler gegeben. Ach was? Und das alles ja nur, weil dieser Schröder sich einfach nicht entscheiden kann, ist er für den Frieden oder ist er gegen den Krieg? Apropos, weil Sie gerade Schröder sagen, wissen Sie eigentlich, warum man dem Schröder in Washington keinen roten Teppich ausrollt? Ja, weil er dauernd das Wort bei Krieg sagt er immer nein. Nein, weil er immer seinen grünen Läufer mitbringt. Sehr gut, ja. Und,
Wissen Sie, warum die Angela Merkel über den großen Teich darüber geflogen ist? Die Merkel über den Teich? Ja. Mit ihrer Kriegsbegeisterung wollte sie wahrscheinlich noch im Nachhinein klarstellen, dass die FDJ doch eine verbrecherische Organisation gewesen ist. Mit Funktionärinnen wie ihr. Nee, das hat den ganz anderen Grund gehabt. Die ist rübergeflohen und hat den George Bush gesagt, dass Deutschland ihm helfen würde, den Saddam zu beseitigen, wenn der Bush ihr helfen würde, den Schröder beiseite zu bringen. Ach was, das kann doch die USA gar nicht machen, sowas. Wieso nicht? Ja, der Schröder ist doch kein Diktator. Es ist ein demokratisch gewählter Regierungschef. Ja, das war der Allende auch. Ne? Ach so, ja. Und ich meine, man muss doch nicht gleich so... So, ich sage Ihnen, Kidnapping hat quasi den gleichen Erfolg. Da haben Sie recht. Wenn man sich die Umfragewerte von Schröder mal so anguckt, besteht wenig Hoffnung, dass jemand Lösegeld zahlen würde. Übrigens, wissen Sie, wie der Kidnapper von Bush hieße? Ja, weiß ich, Strauchdieb. Ach, den kannten Sie schon. Ja, Sombart. Ja. Um nochmal auf das Schröder-Kidnapping zurückzukommen, um das dem Bush so richtig schmackhaft zu machen, hätte die Angela Merkel aber nicht unbedingt dieses Zäpfchen Friedbert Pflüger mitnehmen müssen. Schäuble wäre viel angemessener gewesen. Nein, das hätten die Amerikaner sofort als Provokation aufgefasst. Wieso denn? Da, übrigens mal, wenn der Bush den Schäuble gesehen hätte, der hätte ja gleich gedacht, da handelt es sich um einen vollgekoksten, anrollenden, ehemaligen vietnamesischen, Vietnamkämpferkrieger da, der protestieren will. Kommen Sie, das ist... Doch. Wo wäre denn da die Provokation? Die Amerikaner haben da ganz klar gesagt, dass Vietnam, das wollten sie damals in die Steinzeit zurückbomben. Ach so, richtig. Irak nur in die Demokratie. Das sind die Visionen von den George W. Die Visionen. Den merke ich mir. Der ist gut. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Damals in der Schule, da haben wir doch gelernt, was Demokratie heißt. Demokratie heißt doch Volksherrschaft. Ja, das ist richtig. Wenn jetzt, kommt meine Frage, wenn jetzt die Amerikaner das ganze irakische Volk wegbomben, wer bleibt denn dann? Na, die Herrschaft. Na, da bin ich aber beruhigt. Warum? Na, das Volk, das könnte die Waffen doch gar nicht bezahlen. Weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Seit der Rumsfeld behauptet hat, Deutschland gehöre zum alten Europa, fangen die Ersten bei uns schon an, sich zu benehmen wie im Mittelalter. In Hessen hat die Polizei schon wieder mit Folterandrohung gearbeitet. Na, das hätte ja auch niemand den Roland Koch gewählt. Aber nein, ich meinte das jetzt alle. Na, ich meinte das jetzt so, dass Delinquenten schon wieder die Bekanntschaft mit der eisernen Jungfrau versprochen wird. Ein Blind Date mit Angela Merkel. Jetzt bleib doch mal. Nee, das finde ich nicht. Ist mir schlecht. Bleib doch mal ein bisschen ernst jetzt, meine Güte. Gut. Mit Folter ist doch gemeint, dass jemand, der was verbrochen hat und das nicht zugeben will. Im Mittelalter hat man dem Daumenschrauben angelegt. Das nannte man peinliche Befragung. Also wie jetzt bei dem Eichel. Beim Eichel geht es doch nicht um Daumenschrauben, da geht es um Steuerschrauben. Deshalb nennt man ja die peinliche Befragung auch nicht Folter. Sondern? Untersuchungsausschuss. Ah ja. Kannst du mir bitte mal den Unterschied erklären? Ja? Ja, kann ich dir. Bei der Folter, da konntest du hinterher zugucken, wie der Delinquent in aller Öffentlichkeit auf dem Scheiterhaufen verheizt wurde. Beim Untersuchungsausschuss, da kannst du hinterher zugucken, wie der Delinquent sich in aller Öffentlichkeit vor einem Haufen Gescheiterter spreizt. Günther, pass mal, jetzt mal was unter uns. Ja. Was unter uns beiden, komm mal her. Ja, ist doch lass doch mal die Leute da. So Günther, hör mal, darfst du... Ich persönlich bin auch gegen diese langen Ermittlungen, die finde ich auch scheiße. Meine Oma hat immer gesagt, ein Satz heiße Ohren hat noch nie einem geschadet. Meine Oma. Ja, deine Oma kann sowas auch sagen, aber doch nicht eine Bundesjustizministerin. Die Frau Zypries kann sich doch nicht hinstellen und sagen, Folterandrohung wäre rechtfertigender Notstand. Ich fand das schon sehr gut. Dass die sowas gesagt hat? Ja, dadurch weiß doch die bundesdeutsche Bevölkerung endlich, wie die Bundesjustizministerin heißt. Die heißt doch so wie Hybris. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie vorher gewusst, wie die Dame hieß?
Auch nicht, gell? Siehst du? Sie auch nicht. Da siehst du mal wieder dran, Folter bringt Erkenntnis. Ja, wenn Sie unser... Wenn sich unsere Politiker schon nicht anders profilieren können, dann doch wohl nicht über die Folter. Doch, doch, doch. Als dieser Kohl damals, als der immer gesagt hat, ich sag nichts und ich weiß nichts und ich sag nichts, ne? Da hätte man schon, das war schon ein rechtmäßiger Ausnahmefall, da hätte man ihn schon vierteilen können. Ja, bloß Rainer, wo willst du denn da die Grenzen ziehen? Ja, hier, hier. Ich meine doch jetzt nicht beim Vierteilen. Bei den rechtfertigenden Ausnahmefällen. Überlege mal, vor 70 Jahren hat es auch schon mal mit Ausnahmefällen angefangen und dann wurde es 12 Jahre lang Dauerzustand. Ja. Günther, du kannst aber nur Adolfs Folterknechte nicht vergleichen mit einem Polizeibeamten aus Frankfurt, oder? Frankfurt-Main. Ach so. In Frankfurt-Oder ist Schönbohm noch am Überlegen. Naja, aber dann siehst du doch, in einer Demokratie kann nicht einfach drauf losgefoltert werden, das geht nur in einer Diktatur. Und im Übrigen, der Polizeibeamte aus Frankfurt, ne, der hatte eine Lizenz als Übungsleiter beim Deutschen Sportbund. Ach, und deshalb weiß er, dass der Arm nur 45 Grad verbogen werden darf, oder was? Ja, natürlich. Und wenn du zum Beispiel jemanden mit einer brennenden Zigarette folterst und ihm die auf der Haut ausdrückst, dann muss in der Nähe immer ein gefüllter Wassereimer stehen. Damit keine Glut aufs Linoleum fällt. Ja, logisch, kaputt geht auf nichts. Stoll, stoll. Was ist denn da, wenn ich jemand mit der Lederpeitsche folterst, ne? Da darfst du auf keinen Fall Leder nehmen von geschützten Tieren. Ach so. Und wenn dir einer so glühende Nadeln unter die Fingernägel treibt, da kannst du sicher sein, dass die aus nicht Allergie auslösenden Legierungen bestehen. Ja, Logo, ja. Und wenn du umfällst, ist immer ein Arzt dabei. Der dir einen Totenschein ausstellen kann. Nein, ja. Der hält dir dann eine Ammoniakampulle unter die Nase, damit du die anschließende seelische Folter nicht verpasst. Seelische Folter, was soll denn dann noch kommen? Na, 3 Tage Video gucken, Rosamunde Pilcher. Oh, na da. Da steht er wieder. Ja. Da gesteht ja nun wirklich jeder, auch wenn er gar nichts zu gestehen hat. Was siehst du, bei der Folter kommt es nicht auf die Wahrheit an, sondern auf die Aussage. Madame, gestehen Sie, was Sie verbrochen? Ihr Schweigen dauert nun schon 17 Wochen. Ich könnte es brechen, mein Pech hoch 3 ist, dass ach Ihr Anwalt leider stets dabei ist. Sein Blick gebietet mir, sei still. Doch träumen kann ich, was ich will. Ich breche Ihre Hand, Madame. Vielleicht spricht dann Ihr Mund. Sie sind so arrogant, Madame. Ich kenne auch den Grund. Doch darf ich mir nichts trauen, Madame? Oh, welche Prüderie! Ich darf sie nicht verhauen, Madame. Mit Latten aus dem Zaun, Madame. Die schlägt mir aus der Hand, Madame. Die Dienstvorschrift zur Stund. Sonst brüllt ins Ohr ich. Bis es ertaubt ist. Mein Pech ist nur, dass das noch nicht erlaubt ist. Es gibt noch eine Lösung, uns zu beeilen. Ich könnte Ihren schlanken Fuß vierteilen. Auch sitzen auf dem Grill wär schau. Doch krieg ich das nicht durch bei Rau. So halten Sie den Rand, Madame, und haben allen Grund. Und ich bin tolerant, Madame. Zurzeit jault nur mein Hund. Doch stelle ich mir vor, Madame, in meiner Fantasie, ich flechte sie aufs Rad, Madame. Aus Öl ein heißes Bad, Madame. Doch nicht mal kalt gepresst, Madame, tut das Gesetz mir kund. Es wäre ja möglich, es wieder Mai wird, dass im Gesetz gerade diese Stelle frei wird. An ihr da reiben sich schon wie Keiler die alten Christen Schönbohm und Gauweiler. Wenn man den Grund zum Streichen fand, sagt niemand mehr in diesem Land. Ich küsse ihre Hand,
Madame. Man taucht sie auf den Grund. Man gräbt sie einem Sand, Madame. Dick wird ihr roter Mund. Dann dürfen wir uns trauen, Madame. Sie schreien Perfidie. Aus ihrem Mund kommt Blut, Madame. Da spricht es sich nicht gut, Madame. Was riecht denn hier verbrannt, Madame? Wo ist denn Ihre Hand, Madame? Unter dem Grundgesetz, Madame. Darauf steht es sich gut. Was hast du denn? Es gibt neue Nachrichten. Neue Nachrichten? Ja. Vom Heiligen Krieg? Nee, vom Heiligen Stuhl. Ach, Bruder, seit wann interessierst du dich denn für den Papst? Mein lieber Günther, wenn es um den Frieden geht, dann muss man auch mit dem Teufel zusammenarbeiten. Mit dem Teufel zusammenarbeiten? Ja. Ja. Da muss man uns hier, der Papst hat nämlich gesagt, also es sollen auch jetzt Massenvernichtungswaffen im westlichen Lager, die sollen auch da verboten werden. Was kann ich dir sagen, was dann passiert? Dann werden in Zukunft auch Waffeninspektoren des Vatikans in den USA nach versteckten Massenvernichtungswaffen suchen. Eigentlich müsste das so sein, aber hör mal zu, was hier der Papst sagt. Die weit verbreitete Furcht, neue Waffen zur Massenvernichtung könnten die westliche Kultur auslöschen, hat den Papst bewogen in einer Bulle. Was ist eine Bulle? Naja, das ist so Flaschenpass vom Vatikan. Flaschenpass. In einer Bulle allen christlichen Staaten den Gebrauch dieser Waffen gegen einen anderen zu untersagen. Was, das sag ich mal her. Na schau. Weißt du, von wem das ist? Vom Papst. Ja, aber von Innozenz dem Zweiten. 1139. Nach der Erfindung der Armbrust. Da siehst du mal wieder, da sieht man wieder, die Menschheit hat seitdem nichts gelernt. Na dann, ruhet in Frieden.